Ein wöchentlicher Sendeplatz für den langen Dokumentarfilm vor 22 Uhr in der ARD und auch im ZDF. Durch die einseitige Fixierung auf die Quote, die auf eurem Kongress auf dem letzten Doc Leipzig Film Festival, Veranstaltung Mehr Mut, besprochen wurde, dass dadurch natürlich es sehr leicht gemacht wird, sich nicht mehr Gedanken um einen zeitgenössischen Programmauftrag zu machen, also was diese Formen Kultur, Information, Unterhaltung eigentlich heute bedeuten müssen. Die sind ja, glaube ich, sehr alt, ne? Naja, also der Quotendruck ist ja eigentlich nur entstanden, weil es die privaten Fernsehsender seit 1984 gibt. Vorher gab es keine Quote. Also hat man schon mal irgendwie die Zuschauer gemessen oder so, aber es hatte vielleicht auch irgendwie eine Bedeutung in der Einschätzung, wie bestimmte Redaktionen mit ihrem Programm jetzt nun so insgesamt ankamen. Aber es gab drei Programme für die meisten Menschen, ja, ARD, ZDF und das jeweils regionale Dritte. Also insofern hat da jeder so für sich stehend was eben angeboten und gemacht. Da haben sich auch sehr viele filmische Schulen entwickelt. Es gab die Stuttgarter Schule für bestimmten Journalismus, es gab eine Berliner Schule, also es gab sozusagen gerade im Dokumentarischen... Es gab damals schon eine Berliner Schule, die aber auch... Die jetzige Berliner Schule, eigentlich die neue Berliner Schule. Ja, das hat aber sozusagen... neue Berliner Schule. ...nicht so eine Strahlkraft in dem Sinne gehabt. Ne? Mhm. Berlin war ja quasi die eingeschlossene Berliner Stadt. Also insofern war das eigentlich für die meisten in der Westrepublik sehr weit weg. Aber die Quoten sind gemessen worden, um den privaten Fernsehsendern eine Möglichkeit zu geben, zu sagen, um 8 Uhr oder um 8.25 Uhr ist die Werbeminute wesentlich teurer als um 21.33 Uhr, weil da mehr oder weniger Zuschauer zuschauen. Und da sich die privaten Sender dadurch finanzieren, war das auch legitim, das so zu machen. Das hatte aber zur Folge, dass sich irgendwann die Öffentlich-Rechtlichen dazu in Konkurrenz sahen. Obwohl sie ja nun eigentlich nicht Werbeminuten verkaufen müssen, tun sie natürlich auf gewissen Stellen auch, aber es hat nicht die Relevanz fürs Programm, weil es immer eine Art steuerähnliche Abgabe mit dem Rundfunkbeitrag gab, egal wie man den damals nannte. Das war das Gleiche wie jetzt, nur ist er nicht ganz so harsch eingetrieben worden. Mhm. Und erst 1987, nachdem also klar war, die Privaten werden bleiben, die verschwinden nicht mehr, haben sich die Länder den sogenannten Rundfunkstaatsvertrag gegeben. In jedem Bundesland ist der ein bisschen anders. Ja. Ach so, der ist erst 1987 entstanden. Der ist erst 1987 entstanden, genau. Vorher gab es den nicht. Da gab es den Auftrag von den Alliierten, wie ein Rundfunkgesetz zu sein hat, aber den sogenannten Rundfunkstaatsvertrag, den gibt es erst seit 1987. Mhm. Und da wurde dann der Programmauftrag wie folgt definiert: Kultur, Information, Politik und Unterhaltung war der Programmauftrag für die öffentlich-rechtlichen Sender. Und, aber da gibt es keine Einteilung, wie viel Kultur oder wie wenig Politik oder wie viel Unterhaltung. Es gibt auch keine Definierung, was ist eigentlich Unterhaltung und was ist Politik und was ist dann eigentlich der Sport. Also es ist sozusagen ein sehr offener Begriff. Es steht auch überhaupt nicht drin, welche Budgets wofür ausgegeben werden, was ja sehr wichtig ist für die Herstellung der jeweiligen Programme. Insofern gehört dieser Begriff eigentlich neu definiert und auch die Quote gehört neu definiert oder der Zusammenhang zwischen hohe Zuschauerbeteiligung, hohe Quote bedeutet automatisch Erfolg. So definieren sich ja auch die öffentlich-rechtlichen Redaktionen mit ihrem Programm. Das gehört neu gemessen für meine Begriffe, weil die Grundlage ja auch überhaupt nicht mehr stimmt oder ja nie gestimmt eigentlich. Ja. Also die Grundlage, dass man einen Programmauftrag nicht mengenmäßig sozusagen bestimmen kann. Ja, nein, die Quote war nur das Messinstrument für die Werbeeinnahmen. Oder beziehungsweise für den Preis, den ich als privater Sender für eine bestimmte Werbeminute zu einer bestimmten Uhrzeit verlangen kann. Ja, aber das ist eigentlich ein guter Hinweis. Ist es nicht so, dass im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist, gibt es doch nur ein Zeitfenster, in dem Werbung stattfindet. Dann könnte man einfach sagen, alles andere findet außerhalb der Quote statt. Das wäre ein erster Schritt. Richtig. Also es gibt keinen ursächlichen Zusammenhang.
wenn man dann anfängt, mit Intendanten, Redaktionsleitern, Programmdirektoren zu sprechen, erklären die immer, sie messen natürlich nicht die Werbeminute, die zu verkaufende darin, sondern die Akzeptanz der Zuschauer. Und wenn sie nicht mehr akzeptiert würden vom Zuschauer, was sich dann auch in einer geringen Quote quasi beweisen ließe, dann gäbe es keinen Grund mehr für ihr Programm. Und das wollen sie nicht. Sie wollen quasi nicht bedeutungslos sein für den Zuschauer. Dann gäbe es keinen Grund mehr für das Programm und auch keinen Grund mehr für diesen Geldstrom, der ja sehr komfortabel verteilt ist und das richtig. System muss auf jeden Fall so laufen, also dass diese Pensionen bis zuletzt klar. ausgezahlt werden. Ja, das Problem mit den sind Pensionen ja schon bei 130% teilweise. Das ist eine Forderung, könnte sicherlich auch mal sein, dass man mal genau erfährt, wie eigentlich die einzelnen Sender die insgesamt 9 Milliarden Gebührengelder pro Jahr ausgeben. Das weiß ja auch keiner. Also man kann ja, das haben wir schon von Martin Hagemann gehört, dass es einfach nicht möglich ist, da eine Transparenz herzustellen, die wirklich sagt, was wird wofür ausgegeben und wie viel geht in die, also man weiß nur, dass es ungefähr mehr als ein Drittel in die Altersversorgung geht. Das aber ist die große Vermutung, ganz genau weiß man es eben nicht. Ja. Der Punkt ist natürlich, dass diese ganzen Verträge mit den jeweiligen Menschen, die jetzt die Renten und Pensionen bekommen, zu Zeiten abgeschlossen wurden, die ja nun lang zurückliegen. Es ist wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach, die jetzt einfach zu kündigen. Also entlassen wir die alle in die Altersarmut. Nein, Altersarmut ist, glaube ich, weit von weg. Man müsste eigentlich, die Forderung wäre, also das Bettina Reitz hat das ja so schön formuliert, sie hat gesagt, das gehen jetzt viele Leute in Pension mit Tarifverträgen, die zu Zeiten des wirtschaftlichen Wohlergehens vereinbart wurden. So ist es. Das heißt, da haben sie sich untereinander richtig schöne Verträge gegeben, auf die jetzt bis zu 130%, habe ich jetzt gehört, ist der neueste Satz beim NDR. Vorher waren es ja schon 115%. Das ist nicht nötig. Also nee, müsste man eigentlich einen Haircut, da müsste man sagen, wenn Griechenland einen Haircut kriegt, wenn jede Schuldenberg einen Haircut, wenn die Banken einen Haircut kriegen, dann müsste man da im Zuge der Generationengerechtigkeit einfach auch sagen, ich glaube, das normale Rentenniveau ist bei 68% angekommen, ne? Also und geht auf 65 runter. Irgendwie in dem Bereich liegt das. Es gibt keinen Grund, dass die Bezüge weiter erhöht werden. Also und dass im Programm gespart werden. Das ist ja im Augenblick die Situation. Das sagte Bettina Reitz auch und Gas. Also ne, ich sag's nur, das ist, weil das ist wichtig. Du sagst, du wirst im Programm gespart. Woran merkst du das praktisch? Ich merke das praktisch, dass die Budgets für die Filme, die ich mache und die viele meiner Kollegen machen, im Gegensatz zu den Bezügen, die ja sowohl die Inflation ausgeglichen haben, auch die verteuerten Lebensbedingungen immer ausgeglichen haben, nie ausgeglichen wurden. Im Gegenteil. Die Budgets, für die ich Filme mache, sind in den letzten 10 Jahren kontinuierlich gesunken. Und vorher waren sie auch nicht besonders üppig. Mhm. Das ist einfach Fakt. Und das erklären die, sagen wir mal, Gesamtsenderverantwortlichen oder die Verantwortlichen in den Fernsehsendern immer damit, dass sie bei den Verträgen, bei den Pensionen, bei den Festangestellten nirgendwo einsparen können, dass aber die Kommission für die Ermittlung des Finanzbedarfs nicht mehr Gelder als die besagten 9 Milliarden zur Verfügung stellt, so können sie diese Einsparung nur am Programm und vor allem an den freien Produktionen und den freien Mitarbeitern vornehmen. Und das ist der Fakt, was passiert. Das ist eine Erpressung. Ja, was heißt Erpressung? Da wir alle freiberuflich sind, müssen wir noch nicht mal erpresst werden. Also wir haben ja sozusagen keinen Hebel. Wir haben ja auch mal überlegt, auch von der AG Doc, es ist eher fast eine scherzhafte Überlegung, aber wir haben mal überlegt, was würde denn passieren, wenn wir jetzt streiken? Also wir orientieren uns am Modell der Hollywood-fiktionalen Drehbuchautoren und sagen einfach mal, wir arbeiten jetzt einfach mal mehrere Monate nicht. Dann haben wir überlegt, was bedeutet das? Das bedeutet, dass frühestens im Programm wäre das zu sehen, also bei den, sagen wir mal, längeren Reportagen bzw. 45 Minuten Dokumentation und vor allem auch bei den 90 Minuten Dokumentarfilmen, frühestens in 1,5 Jahren würde das im Programm überhaupt eine Relevanz haben. Weil so viel schon auf Halde liegt, weil so viel vorproduziert ist. Also wenn ich einen Film mache, weiß ich das im Mai vorher.
das Jahr, das Sendejahr. Und so macht man noch länger, je nachdem, was es ist. Also ein Streik würde überhaupt nicht funktionieren. Das würde nur wahrscheinlich bei den aktuellen Berichterstattungen, also Abendschau, Rundschau, Tagesschau, da würde man, wenn alle plötzlich aufhören zu arbeiten, würde man wahrscheinlich merken, dass was fehlt, aber sonst. Also erpressbar, wir werden nicht erpresst, die sind nicht erpressbar. Naja, ich meine, es wäre eine Erpressung gegenüber der Politik zu sagen, wir können das seitens der Sender, wir können nur das Programm innovativer und breiter und kostspieliger auch irgendwie realisieren, wenn ihr das Budget erhöht, weil intern an unseren sozusagen Fründen können wir nichts dran machen, das ist so und das bleibt so. Das ist eine Erpressung. Es ist keine Erpressung, es ist eine herrschaftliche Entscheidung. So ist es, würde ich mal sagen. Es ist eine feudale Mitteilung. Es ist eine feudale Mitteilung. Wir finden unser Programmgeld, was ja nicht ihres ist, sondern das der gesammelten Zuschauer der Bundesrepublik, finden das so oder so besser oder eben schlechter ausgegeben. Ich denke, es müsste eine Umverteilung in dem Ansehen, wofür wirklich wie viel Geld ausgegeben werden muss. Mhm. Und das betrifft im kulturellen Bereich, finde ich, den Dokumentarfilm. Es betrifft auch den, sagen wir mal, innovativen oder anders gearteten Spielfilm. Also wenn ich mir anschaue, was da sozusagen am sogenannten Mittwochabend immer läuft oder am Samstag, ja, das gibt keinen Grund, dass es immer nur die leichte und die, sagen wir mal, leicht zu konsumierende Unterhaltung sein muss. Das könnte, die Grundversorgung für Leute, die sozusagen das Fernsehen aus ihrer Biografie heraus als stützendes Medium brauchen, also sozusagen eine gewisse, die kann man auch mit mehr Wiederholungen und auf einem Kanal ganz locker leisten und man hätte dann durchaus Möglichkeiten, auf einem anderen Kanal oder auf vielen Sendeplätzen auch zeitgenössischer zu agieren, sodass diese Produkte auch im Internet interessant sein können. Das Problem wird ja sein, oder das generelle Problem ist, dass in den Fernsehanstalten noch keine, sagen wir mal, Strategie entwickelt wurde, was jetzt eigentlich nonlineares Fernsehen bedeutet. Also ich denke, das ist nur noch eine Frage der Zeit, wann das auf eine gewisse Art und Weise sich selbst überholt mit den Sendeplätzen. Im Augenblick sind die Sendeplätze mit den Budgets verknüpft und ein Sendeplatz um 8 hat ein höheres Budget als ein Sendeplatz um 23 Uhr. So ist es einfach. Aber irgendwann wird das keine Rolle mehr spielen, weil die Menschen eh so wie auf Internetplattformen Channel vielleicht gucken. Tatort-Channel, aber es gibt auch einen Doc-Channel. Es gibt einen Doc-Channel, genau. Und das, also dafür gibt es noch überhaupt keine Strategie, weil bisher eben die öffentlich-rechtlichen Sender sich immer als allumfassender Anbieter von allen Bedürfnissen gesehen haben. Also sowohl das Kinderfernsehen, als auch, sagen wir mal, das, was vielleicht jemand mit 80 als Senior sehen will. Und da wurde aber sozusagen fiktionale oder auch doku-fiktionale Stoffe für Leute ab 25 oder 30, eigentlich, das kommt ja nicht. Da weiß keiner, was das ist. Also es gibt keine Redaktion oder keine Kommission innerhalb aller ARD-Anstalten, meinetwegen, die überlegt, welche dokumentarischen Formen, Themen, auch fiktionalen Formen für 25-Jährige jetzt interessant sein können. Da gibt es niemand. Da gibt es gerne die Debütsendereien, ja, die gibt es, also Debüt im Dritten, gibt es ja nun einige, die das machen. Da glaube ich, findet sowas auf gewisse Art und Weise statt, aber es findet deshalb statt, weil eine Zusammenarbeit mit den verschiedenen Filmuniversitäten oder Filmhochschulen stattfindet und damit dann automatisch das an Thema kommt, was jetzt der jeweilige Abschluss- oder Debütfilm ist, den die jeweiligen Filmstudenten machen. Da kann es noch sein, ja. Die haben kleine Budgets. Aber das findet dann einmal statt für diesen Studenten oder für diesen Regisseur oder diese Regisseurin, weil danach kommen ja schon wieder die Nächsten. Und in Hamburg sagt man, ist... Ja, pardon. Genau, und solche Filme haben sonst nirgendwo mehr Platz. Also es gibt keinen Sendeplatz, der innovative, den jüngeren Film außer dem kleinen Fernsehspiel vom ZDF. Da kann man als Nachwuchs, sagen wir mal,
höchstens drei Filme meistens nur noch zwei und inzwischen auch keine Kinokoproduktionen mehr möglich, sondern eigentlich ganz überwiegend Auftragsproduktionen. Was auch ein Problem ist. Ja. Ist ein Problem, aber da gibt es immer noch, also das ist... Da ist aber der einzige Platz, das ist ja der einzige Platz, wo aber dann trotzdem noch eine gewisse Freiheit da ist. Ne? In Hamburg ist es ja sogar so, hast du da mal was gehört von den Nordlichtern? Nee. Drei Filme pro Jahr, da sagen aber selbstführende Fördervertreter, das sei dann 25- bis 30-Jährige machen Filme für 55-Jährige, damit es in das fiktionale Schema des NDR reinpasst. Mm. Ist auch eine eigenwillige Situation. Also da ist noch nicht mal die Möglichkeit, dass, dass sozusagen eine eigene neue Perspektive aufgebaut wird oder für ein eigenes Publikum. Ja. Weil das, was hat denn die AG Doc sozusagen unternommen oder was unternimmt sie, also jenseits von deiner Forderung, die du eben aufgestellt hast, fester Sendeplatz? Was unternimmt die AG Doc, um da jetzt politisch Einfluss zu nehmen? Weil du sagst, einige Sachen habt ihr schon versucht. Ihr habt versucht, das interessiert mich aber, das sollte drin vorkommen in der Antwort, dass ihr versucht habt, auch eine alternative Struktur aufzubauen, in denen Gebührengelder zum Beispiel online und für Kino parallel vergeben werden können. Wir haben versucht, also es war ja klar, als die Umstellung auf den Rundfunkbeitrag war, dass mehr Einnahmen zu erwarten sind. Haben wir sozusagen prognostiziert, hat ist ja dann auch eingetroffen, deswegen konnte ja auch die Diskussion stattfinden, ob man den Beitrag wieder senkt. Ja. Und wir haben gesagt, wir wollen dieses Geld, was frei wird, also gar nicht etwas, was man irgendwo wegnimmt, sondern nur das frei werdende Geld in eine neue Struktur, in der für nicht eben speziell nicht für Fernsehen und nicht für Kino produziert wird, sondern wo online. Für Internet, online oder auch für andere Verwertungsformen, sprich Vereinsheime oder Jugendstätten, Begegnungsstätten, keine Ahnung, dass wir das sozusagen damit eine neue ein Gremium auch aufsetzen. Keine der Parteien, keine einzige der Parteien war diesem Gedanken zugänglich. Der politischen Parteien. Das hätte ja, wenn auch klein, bedeutet, dass eine alternative Struktur entsteht, in der auch überraschende Dinge passieren können, die dann die Sender unter Zugzwang. Das ist wirklich schade, weil man sieht, dass ich glaube, damit hätte man auch die Höhe des Gebührengeldes rechtfertigen können. Ich glaube, keiner sagt, oh ja, ich bin jetzt so froh, dass ich jetzt 25 Cent im Monat weniger zahle, wenn ich dafür weiß, es wird was entstehen, was vielleicht mein Sohn, meine Tochter, ich selbst irgendwo auf eine andere Art und Weise dann als Film erleben kann, glaube ich, wäre das keine Frage gewesen. Sie wollen keine Alternative. Ich glaube, man wollte keine Alternative haben, man wollte die Alternative auch nicht denken erstmal. Genau, und sie könnte auch noch größer werden, sie könnte erfolgreich sein, man will es nicht zulassen. Ob man das nicht zulassen will, weiß ich nicht. Ob sie erfolgreich werden könnte, das könnte ich mir vorstellen. Welche politischen Kräfte Angst haben, kann dann jeder so selber denken. Ja, das steht mir jetzt nicht so richtig zu, da eine klare Adresse. Aber Tatsache, es gab auch bundesweit keine politische Partei, die dieses Ansinnen unterstützt hat. Das stimmt. Erstaunlich. Ja. Vor allem schade. Ja. Ja. Was nehmt ihr euch jetzt für die nächste Zeit vor? Das ist die letzte Frage. Auf jeden Fall sind wir der festen Überzeugung, wir brauchen das öffentlich-rechtliche Fernsehen, egal ob es als Fernsehen ist oder als noch neu zu findende alternative Struktur. Wir glauben, wir müssen dafür kämpfen, dass die Sendeplätze möglich sind, dass aber auch die Budgets umverteilt werden. Das ist das Allerwichtigste. Im Augenblick ist es so, dass der durchschnittliche Verdienst eines Dokumentarfilmers an der Armutsgrenze ist, also bei 1.350 Euro brutto. Das bedeutet, dass man eigentlich nicht wirklich leben und davon sterben kann. Und das muss sich ändern, damit auch wieder innovative Filme entstehen. Weil wenn man irgendwie immer am Existenzminimum entlang schrammt, dann entsteht irgendwann auch nichts mehr. Mhm. Und meiner Meinung nach sind Budgets zu finden. Ich bin jetzt eigentlich auch ganz froh, dass jetzt mal diese Olympia Übertragung nicht gekauft hat wurde. Hat nicht geklappt. Wie schade, aber sehen wir jetzt deshalb mehr innovative Dokumentarfilme oder Spielfilme entstehen? Ich würde es mir hoffen. Ja, vielen Dank. Bitteschön. Okay.